Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Hannover 96 und dem Karlsruher SC. Wir begrüßen unsere Gäste mit ihrem Trainer Christian Eichner und unseren Chefcoach Kenan Kocak. Und wir starten wie immer mit dem Gast. Ja, danke schön. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch, Kenan, an deine Mannschaft und an dich zum Heimsieg gegen uns. Ja, es fühlt sich leider nicht unbedingt gut an gerade. Wir sind, glaube ich, von Anfang an sehr präsent im Spiel gewesen. Haben uns relativ ordentlich im gegnerischen Drittel festsetzen können. Und ich glaube, nach 25 Minuten hat uns dann ein unfassbarer Eigenfehler, ein Blackout, glaube ich, so ein Stück weit in Summe das Spiel gekostet. Haben dann bis zur Pause auch keine große Durchschlagskraft mehr im gegnerischen 16er entwickeln können, bis auf das nicht gegebene Foultor von uns. Ja, und die Mannschaft hat dann eigentlich in der zweiten Halbzeit nahtlos daran angeknüpft, ohne allerdings in 90 Minuten, vielleicht hat Kenan das besser gesehen als ich, den Torwart Esser so richtig vor Probleme zu stellen. Und demzufolge haben wir eine ähnliche Analyse wie letzte Woche nach dem Pokalspiel. Sehr, sehr viel Aufwand, wenig Ertrag für das, was die Jungs gemacht haben. Und in Summe hat dann der Gegner durch die sehr, sehr gut ausgespielten Umschaltmomente dann auch und die größeren Chancen im Spiel völlig verdient. Gewonnen aus meiner Sicht, auch wenn sich das sehr, sehr schlecht anfühlt für uns. Tore entscheiden nun mal das Spiel und das soll sich für uns auch schlecht anfühlen, dass wir daran arbeiten. Und ja, jetzt müssen wir uns schütteln, müssen gut regenerieren und versuchen mit Anbeginn der Trainingswoche wieder nach vorne zu schauen. Dankeschön. Vielen Dank, Kenan, deine erste Analyse. Ja, erstmal danke an Christian für die Glückwünsche. Ich denke, der hat das Spiel auch nahezu perfekt analysiert. Aus meiner Sicht nochmal zum Spiel. Ich denke, wir haben sehr schlecht angefangen. Auch die Aktivität zum Ball, wenn der Gegner den Ballbesitz hat, das ist nicht die Art und Weise, wie wir spielen wollen. Das ist auch nicht die Art und Weise, was uns in den letzten Monaten stark gemacht hat. Wir waren heute sehr passiv, haben jegliche Aggressivität auch vermissen lassen. Und dazu kommt noch, dass wir im eigenen Spiel auch noch zu hektisch waren und auch sehr unnötige Ballverluste hatten. Wir wussten, dass KS sehr, sehr kompakt agiert, dass sie sehr diszipliniert agieren. Und da hatten wir einfach auch im eigenen passend Positionsspiel, so leichtsinnige Fehler. Dennoch hat sich die Mannschaft da reingebissen und auch nach der schnellen Balleroberung das 1-0 gemacht und dann auch über das Spiel viele Chancen liegen lassen zum 2-0, 3-0. So wurde es natürlich immer, hat man das Spiel immer offen gehalten. Aber für meinen Geschmack, für die Art und Weise, wie wir spielen wollen, haben wir einfach zu defensiv agiert und keinen richtigen Zugriff im Spiel nach vorne finden können. Aber wir haben am Montagabend ein schweres Pokalspiel gehabt. Wir haben eine lange Strecke gehabt, eine kurze Woche gehabt. Und ich denke, das sollte man auch nicht vergessen. Und insofern, wir hatten Ziel, Pokal weiterzukommen die Woche und das Spiel zu gewinnen. Das haben wir erreicht und sind froh. Und wir werden mit Sicherheit natürlich das Spiel dementsprechend analysieren und sind natürlich sehr froh über die 3 Punkte. Lieber mal vielleicht so einen Tag, wo es nicht so unser Tag war, aber dafür die 3 Punkte. Als wenn es andersrum der Fall wäre. Christian, dir und KSC natürlich weiterhin alles gut. Dirk Tietenberg von der Neuen Presse. Kenan, wie erleichtert bist du und glaubst du, dass du jetzt weißt, wo ihr steht? Natürlich sind wir sehr erleichtert und sehr froh über die 3 Punkte. Aber nach einem Spiel zu sagen, zu behaupten, wir wissen, wo wir stehen, das ist wäre nicht korrekt und auch nicht realitätsnah. Thomas Hiete vom Kicker möchte gern wissen, ob nach anfänglichen Problemen die taktische Umstellung nach rund 20 Minuten der Schlüssel zum Sieg war. Ja, mag sein. Auf alle Fälle haben wir uns was überlegt gehabt. Heute war das Problem, dass wir einfach nicht diese Geilheit hatten auf dem Ball, dass wir einfach zu passiv waren. Natürlich auch dem geschuldet, dass wir dürfen auch nicht unterschätzen. KSC hat in den letzten Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen und treten schon seit Monaten sehr kompakt und sehr gut auf. Und wir spielen ja auch nicht gegen eine Take-Mannschaft, sondern wir haben mit Gegner zu tun. Und das müssen wir auch akzeptieren und respektieren. Und deswegen war es ein schwieriges Spiel, das wussten wir. Und wir hatten aber auch nicht die nötige Frische mit dem Ball im eigenen Spiel als auch gegen den Ball. Wir waren einfach nicht frisch und nicht aggressiv genug, und was uns eigentlich auch in den letzten Monaten stark gemacht hat. Und ich bin aber guter Dinge, dass wir uns jetzt gut regenerieren und dann wieder auch unsere Stärken auf den Platz bringen werden.
Der Kicker möchte wissen, was heute für Josip Ellis in der Startelf sprach und wie du seine Leistung bewertest. Ja, er war jetzt ein paar Wochen verletzt. Ich wollte nochmal ein spielerisches Element reinbringen, neben Hübi und neben Frankie. Und der vor der Abwehr und in der Kette pendeln sollte. Und deswegen haben wir ihn vorne reingebracht. Man hat schon gesehen, dass er natürlich noch Nachholbedarf hat. Und natürlich auch bei Standards im Gegensatz zu Oxy nochmal einen Kopfballspieler reinbringen. Das war die Idee hinten dran. Und ich denke, dass wir es betrachten müssen, dass er lange nicht da war. Jetzt hat er es ganz ordentlich gemacht. Sowohl Dirk Tietenberg von der Neuen Presse als auch Florian Krebs von der Bild fragen nach Dommel Kaiser zu seiner Verfassung und seinem Torhunger. Ja, er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und es freut mich auch, dass er das Tor gemacht hat, dass er auch da das richtige Umschaltmoment hatte und dann auch die Qualität und die Ruhe besitzt hat, in dem Moment auch eiskalt zu verwerten. Und deswegen sind wir natürlich sehr froh, dass wir ihn mit ihm so ein Leader auch in eigenen Reihen haben. Jonas Schemkus von der Hatz sagt, dass Haraguchi heute Antreiber, Vorbereiter und in Summe auch Unterschiedsspieler macht. Wie wichtig ist er vor allem in einer solchen Form für den 96-Erfolg? Ja, also er hat zwar ordentlich gespielt, aber ich finde schon, dass er auch schon bessere Spiele hatte. Auch Genki war heute nicht auf einem Top-Level. Und er hat es ordentlich gemacht, war okay, war bemüht, aber er kann auch durchaus besser spielen. Und das hat er auch in den letzten Monaten auch gezeigt. Dann eine Frage von Dirk Tietenberg. Ich lese mal so vor, weil ich die Szene nicht gesehen habe. Beim Torjubel zum 1:0 sah das aus wie eine taktische Mannschaftsbesprechung. Worum ging es? Torjubel. Sagt er so. Ich habe das so nicht gesehen. Ich bin überfragt. Also die Jungs haben sich gefreut, das habe ich auch gesehen. Aber taktische Besprechung ist natürlich ein bisschen, ja, das ist ja Wahnsinn wieder. Also die Jungs haben sich ganz normal gefreut. Also wenn sie was besprochen haben, dann habe ich es übersehen. Muss man die Jungs dann fragen. Wir leiten das nachher nochmal weiter. Linton Meiner ist wieder fit und hat geknipst. Bist du zufrieden mit ihm? Und wann wird er wieder ein Thema für die Startelf? Möchte Florian Krebs von der Bild wissen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Schade, dass er sich da im Testspiel gegen Uerdingen verletzt hat. Aber jeder Tag, jede Einheit hilft uns und er ist natürlich mit jeder Einheit auch ein Kandidat für die Startformation. Und wir werden schauen, wie er die Woche trainiert und arbeitet und dann werden wir uns, denke ich, auch Gedanken machen über ihn. Jonas Schemkus von der Hatz möchte wissen, nach den Eindrücken von heute, auf welcher Position fehlt jetzt noch etwas? Ja, das sind Sachen, die wir in den letzten Monaten auch intern besprochen haben, die wir auch intern behalten wollen. Und Gary Zuber weiß Bescheid und insofern habe ich auch Vertrauen in ihm und wir müssen schauen, was machbar ist. Corona ist auch bei uns der Fall, also insofern, wir Trainer haben immer Wünsche natürlich, aber der Verein muss ja auch daran denken, ob es wirtschaftlich machbar ist, ob es realisierbar ist und insofern müssen wir es auch irgendwo dann akzeptieren. Letzten beiden Fragen, Florian Krebs von der Bild, starkes Debüt von Kingsley Schindler, auf welcher Position siehst du ihn? Ja, der ist ein variabler Spieler, kann rechts hinten spielen, kann auch offensiv auf allen Positionen spielen. Und ich tue mir schwer, King jetzt auf eine Position festzulegen. So, und die letzte Frage würde ich dann vielleicht an beide Trainer geben. Nina Gressmann von der Sportbild sagt, 500 Fans heute dabei. Wie viel Stimmung kam unten auf dem Platz an? Vielleicht gehen dann zuerst. Ja, ist natürlich schön, wenn Zuschauer da sind und wenn es auch jetzt nur 500 sind, freut mich natürlich, dass es wieder ein kleiner Schritt war in die Normalität und KSC ist ja genauso wie Hannover. Wir leben natürlich auch von der Unterstützung aus den Rängen von unseren Fans und insofern wären wir natürlich auch froh, wenn wir diese Testphase gut überstehen und auch zeitnah dann mehr Fans begrüßen dürfen wie die 500. Wie haben Sie es empfunden, Herr Eichner? Ja, Kenan kann das besser einschätzen, wie die Stimmung in Hannover ist. Ich kann nur die eigene Erfahrung von letzter Woche auch sagen. Es war eine tolle Stimmung in Karlsruhe bei 500 Zuschauern. Ich kann mich da Kenan ansonsten mit den Worten nur anschließen. Wir hoffen alle, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt und dass dann im Endeffekt alle so ein Stück weit Gewinner sind. Ja, vielen Dank. Das war die Pressekonferenz. Wir wünschen unseren Gästen mit Herrn Eichner. Gesundheit, Olli. Und Herrn Kreuzer wünschen wir nicht Gesundheit und eine gute Rückfahrt. Und Dankeschön und allen 96-Fans ein schönes 3-Punkte-Wochenende. Vielen Dank auch Kindern. Okay.